Bist du sicher, dass der GfK-Mast den Sturm aushält? Hörte ich meine Frau fragen. Der GfK-Mast war im Garten meiner Schwiegereltern aufgebaut, die wir besuchten, und der Sturm fegte über NRW hinweg. Und ich höre mich auch noch sagen, ja, ja, was kann da schon passieren? Der ist ja flexibel, der biegt sich im Wind wie die Bäume. Da passiert gar nichts. Wie sehr ich mich irrte, merkte ich erst, als ich die Antenne wieder abbaute. Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DD0L QTC. Meinen 10 Meter GfK-Mast stecke ich mit Hilfe so eines Spießes hier in die Erde rein. Das ist ja praktisch rein Schrauben mit dieser Spirale hier, und hier oben wird es dann reingesteckt und mit dieser Schraube festgedreht, und in der Regel stecke ich noch eine Pappe hier mit dazu, damit diese Spitze dieser Schraube hier nicht zu stark auf den GfK-Mast drückt. Ja, doch leider wurde diese Pappe vom Regen durchnässt und der Mast, der wackelte natürlich und der drückte immer wieder an diese Spitze, die ja eigentlich dafür gedacht ist, ein stählernes Rohr für den Sonnenschirm zu halten. Naja, auf jeden Fall, es kam, wie es kommen musste. Als ich den Mast zusammenbaute, als ich die Antenne wieder zusammenschieben wollte und den Mast zusammenschieben wollte, sah ich hier diese Beschädigung. Und ich muss leider sagen, das Ding ist kaputt. Also da lässt sich auch nichts mehr retten. Die Stabilität des Rohrs, die ist perdu. Und ja, dann hatte ich überlegt, was mache ich eigentlich? Es gibt ja beim Bootsbau, da gibt es ja auch GfK-Boote, Kajak, Kanus, da gibt es natürlich schon mal Reparaturmaterial. Aber ja, so gut wie früher wird es natürlich nie wieder werden, vor allem was sie mit sehr, sehr kleinen Strukturen zu tun haben. Und deswegen habe ich mal geschaut, ob man nicht einzelne Elemente von diesem DX-Wire-Mast nachkaufen kann. Ja, und genauso war das oder genauso ist das. Und ich habe für gar nicht mal allzu viel Geld hier einen neuen Mast mir gekauft. Das ist nur das äußere Element. Hier nochmal mit Folie außenrum. Da stecke ich jetzt die nicht kaputten, nicht beschädigten inneren Elemente meines bisherigen Mastes rein. Naja, und ich werde in Zukunft dann wahrscheinlich einen dieser Ringe so verdrehen, dass die Spitze nicht hier dran drückt, sondern dass dieser Ring, der ja außen rum liegt, ja, das Element befestigt, und dann sollte eigentlich auch beim nächsten Sturm nichts passieren. Ja, das kommt jetzt also hier raus. Upsa. Stopp. Nicht, dass noch was rausfällt und mehr kaputt geht. So, dieser Teil wird weggeworfen. Der hier bleibt erhalten. Das sieht alles weitgehend gut aus. Bisschen angeschrammt, aber nicht zu sehr. Hier wird ausgepackt. Ja, jetzt hier aufschrauben. Das hier wieder rein. Ich kann auch den neuen Deckel nehmen. So. Und schon ist diesen Mast von außen nichts anzusehen. Ja, und das hier, ich hatte es ja erwähnt, ich werde dann diesen inneren Ring hier, hier ist er, verdrehen, sodass die Schraube hier drauf drückt. Ja, sodass die Schraube nicht mehr hier durchgeht und auf den Mast drückt, sondern wir verdrehen das leicht. Dann soll die Schraube hier drauf drücken und diesen Plastikring zusammendrücken.
wünscht mir dafür viel Glück. Meine Empfehlung, macht das auch so. Und ja, dann hören wir uns vielleicht. Und bis dahin wünsche ich euch angenehme QSOs 73 und bye bye.